Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen ein Wimbledon-Spiel mit dem Namen Dreamscapes The Sandman. Ja, dies ist ein ja, etwas gruseligeres Wimbledon-Spiel, was schon der Name sagt. The Sandman, und als auf der CD steht sogar drauf, was wäre, wenn der Sandmann nicht unser netter Freund ist. Ja, das klingt ja schon sehr gut. Als erstes werden wir uns mal anmelden. Zack, zack. Oh, das war falsch. Dann machen wir das nochmal kurz zurück. So. Okay. Erstmal gucken wir Option, ob das alles soweit gut ist. Musik lassen wir, Vollbild ist an. Regulärer Modus, Profilmodus, okay. Keine Ahnung, können wir ja probieren. Und ja, ich würde mal sagen, spielen wir mal. Shaman Kane Games. Are you having bad dreams? They say our brain makes up nightmares for us to handle the reality better. But who knows where the edge separating reality from dreams is? Daddy! Daddy is home! Daddy, I had a bad dream again. He came to me again. And when I refused, he started tormenting me. I was afraid I would never wake up. Don't be afraid, honey. He will never come again. Look what I brought you. He can't find you now, so don't be afraid of nightmares anymore. But sometimes, when you lose your guard, when everything seems good, your nightmares, your childhood fears, become real. And what should you do if waking up becomes impossible? I'm Laura Young. To be honest, usually I look better, but when you're in a coma, it's pretty hard to look good. And here's Professor Sanders. He built the dream machine, and apparently he wants to help me. Oh, and you must be the volunteer who suggested saving me. Well, if you succeed, I would be very grateful. Naja, das, also, okay. Also das Erste, was ich sagen muss, sehr gute Inszenierung, schönes Auftaktvideo. Ja, wir haben erfahren, dass die Lara Albträume hatte, hat von ihrem Vater einen Traumfänger gekriegt, der nun zerstört worden ist von einer mysteriösen, dunklen Gestalt. Und ist jetzt in einem tiefen Schlaf. Und wir müssen sie jetzt quasi retten mit der Maschine. Und benötigst du ein interaktives Tutorial? Ich sag mal ja. Du kannst mit den Charakteren kommunizieren. Klick den Professor an, um mit ihm zu reden. Damn, the power unit didn't start again. My friend, I am too old and it is hard for me to walk. Will you look for some fuses and replace them? Well, I am checking the settings of the dream machine. Ah, okay. Gut, also wir müssen jetzt dem Professor helfen, ein paar ja, Sachen zu finden. Klicke auf den Durchgang, klicke den Kompass-Button. Du kannst dich zwischen verschiedenen Schauplätzen hin und her bewegen. Verwende diesen Button, um die Durchgänge zu beleuchten. Klicke auf den Steuer-Button. So. Oh, sehr schön. Klicke auf den unteren Teil des Bildschirms oder auf dem Zurück-Button, um zum vorherigen Schauplatz zurückzukehren. Klicke fortzufahren. Wird schon mal hier machen. Aha, okay. Können wir jetzt... Ich muss diesen Helm aufsetzen, um in Laras Bewusstsein zu gelangen. Was...
was für ein unheimlicher, ne? Was für ein Zustand, das erinnert mich an die Horrorfilme, in denen Experimente an Patienten durchgeführt werden. Okay, ah, wir können ja auch mit der Maus so hin und her wackeln. Oh, was haben wir denn hier Feines? Ein Buch. Alle wichtigen Informationen über das Spiel werden im Tagebuch unten auf dem Bildschirm aufgezeichnet. Mal gucken. Ah, hier. Im Reiter Geschichte findest du interessante Fakten über Laras Geschichte. Okay. Ah, hier. 21. September 1998. Ich bin Lara Young. Ab heute werde ich Tagebuch führen. Meine Mutter starb, als ich noch klein war. Ich lebe bei meinem Vater. Ja, hier haben wir den Vater, hier haben wir die Lara. Kann man jetzt hier... Ah, sehr schön. Ich habe ein Muttermal in Form eines Symbols. Mein Papa hat dasselbe. Okay. Papa sagt, dieses Symbol bedeutet, dass ich etwas Besonderes bin, wenn ich erwachsen bin. Und 21 werde, wird er mir etwas sehr Wichtiges mitteilen. Na, mal gucken. Ich habe auch einen Freund, Tim. Tims Familie lebt in der Nachbarschaft und wir stehen uns sehr nahe. Es heißt, wir seien wie Topf und Deckel. Ob wir uns wohl auch noch so nahe stehen, wenn wir erwachsen sind? Ja, vielleicht werdet ihr euch noch so nahe stehen. Mal gucken. Oh, das geht ja noch weiter. Morgen findet mein erstes großes Konzert statt. Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt. Tim hat mich während der Proben die ganze Zeit unterstützt und mir geholfen, wo er nur konnte. Ich bin ihm dafür sehr dankbar. Ja, das, so gehört sich das. Ich habe so ein schlechtes Gefühl, als wäre er zurück und würde mich wieder jagen. Aber das ist unmöglich. Der Sandmann ist nur ein Albtraum. Außerdem habe ich meinen Traumfänger bei mir. Ich will mir gar nichts vorstellen, was aus mir wird, wenn er zurückkommt. Oh Gott, das wollen wir auch nicht hoffen. Und wir sehen schon, die Seiten sind nicht ganz nummeriert, also vollständig. Das heißt, dass wir bestimmt noch welche finden werden. Ein Bild. Das auf dem Foto muss Lauras Freund sein. Ah ja, das ist der Timmy. Der Tim. Nehme ich jetzt an. Das haben wir hier. Die Blumen sind künstlich. Dieser Strauch scheint nicht von einem Freund zu stammen. Das haben wir hier. Was ist das? Gelbe Sicherung. Ah ja, okay. Das ist die Sicherung. Unterbewusstsein. Auf diesem Poster ist das Ziel des Experiments dargestellt, dass ich in Laras Traum gelangen kann. Gut, also so können wir. Zwischen den Prozess zu folgen, muss der Professor bereit sein, vielen Jahre über. Jahre über eine Methode nachdenken, in die Träume anderer Menschen zu gelangen. Okay, gut. Haben wir hier noch was? Das hatten wir jetzt. Das ist die Lara. Oh. Ja. Was ist das? Ein Tattoo? Unwahrscheinlich. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Der Zustand des Patienten ist stabil, zu stabil. Dagegen muss etwas unternommen werden. Ja, das wissen wir. Okay, das wissen wir auch. Können wir hier vielleicht? Nein, natürlich nicht. Wir können ja das ja schlecht hier so in den Mund stecken. Ja, ist. Schmecken lassen. So, das ist der Professor. Das ist die Maschine. Ich schätze, dieses Gerät wurde von Russen installiert. Offensichtlich. Ich muss nur einige Sicherungen auswechseln, dann ist alles wie... Ja, pfui, dieser Rauch stinkt. Ah ja, offensichtlich niemand Gedanken über das Design und die Sensorplatten gemacht. Gut, also wir müssten quasi dann hier... Ja, das Ding aufmachen. So, gehen wir erstmal zurück. Gucken uns noch ein bisschen um. Was haben wir hier? Achso. Okay, dann gehen wir mal hier oben. Also gut, das ist Horrorfilme. Verwende den Hinweis-Button, wenn du gerade nicht weißt, was zu tun oder wohin du gehen sollst. Klicke auf Hinweis. Na gut. Du kannst zoomen, wenn voll funkelnde Bereiche erscheinen. Du kannst Objekte für dein Inventar sammeln. Aha. Du kannst einen Sonderhinweis anfordern, wenn du nicht weißt, wie du das Objekt verwenden sollst. Ziehe das Objekt aus dem Inventar auf den Hinweis-Button. Okay. Ja. Dies ist das Fenster für den Sonderhinweis. Drehe die Darstellung so, dass sie zum Bild passen. Ach, jetzt müssen wir extra noch hier... Ah, okay. Hammer.
gleich Nägel. Hammer mit Nägeln, gut. Hier hat man nichts. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, sind dies die Formeln für Chloroform, Natrium, Oxyburat und Barbital. Das sind beruhigende Substanzen. Ich habe Chemie noch nie gemocht. Ich wünsche, hier stünden geschrieben, wo ich die Sicherung finden kann. Das würde ich mir auch wünschen. Ach, hier haben wir die Nägel. Da wissen wir ja jetzt hier. 1, 2, 3. Sehr schön. Ein Schwamm. Noch irgendwas? Ein Schlüssel. Okay, und ein Schraubenschlüssel, Schlüssel und ein Schwamm. Schwammkopf. Und eine Zeitung. Was haben wir hier? Prinz für Dornröschen gefunden. Ein Freiwilliger hat sich gefunden, der Laura zurück ins Leben holen will. Wir möchten unsere Leser daran erinnern, dass die Solokünstlerin Lara Young vor 2 Wochen während des Schlafmusikkonzerts vor dem Publikum im wahrsten Sinne des Wortes einschlief. Nachdem Ärzte 2 Wochen lang versucht hatten, das schlafende Mädchen wieder zu beleben, übernahm Professor Sanders den Fall. Er wählte sich einen Freiwilligen zum Assistenten, das sind wir. Zuerst wurde Lara von der Krankenstation in das Privatlabor des Professors verlegt. Während der Professor und sein Assistent, das Mädchen wieder zurück ins Leben holen können. Ja, das werden wir sehen. Ich hoffe mal, es wird klappen. Gut, hier haben wir nichts mehr. Was haben wir hier? Achso, das war der Schrank. Okay, hier haben wir einen Komplett. Ach, hier, ein Schrank. So, eine Kombination. Der Schrank ist verschlossen, aber wo ist der Schlüssel? Hier. Boah, ist das ja genial. Oh, warum ist hier nicht, wie es scheint? Wo soll ich nach dem Code suchen? Okay. Also, wir müssen jetzt einen Code suchen, der aus diesen 3 Symbolen besteht. Gut, haben wir das vielleicht hier irgendwo stehen? Nein. Wir können allerdings jetzt erst einmal eine Sanduhr. Auf dem ersten Blick sieht es wie eine gewöhnliche Sanduhr aus, aber der Sand rieselt nicht durch. Ich schätze, dass er durch irgendetwas behindert wird. Können wir... Ui, das war jetzt, geraten. Eine Sicherung. Sehr schön. Da rennen Mäuse rum. Gut, wir haben jetzt die 2. Sicherung und können erstmal zurückgehen und gehen erstmal hierher und werden erstmal das hier machen. 1, 2, 3 und voila. Oh, hier sind Sicherungen durchgebrannt. Sie müssen ausgewechselt werden. Ja, die gelbe dahin? Ne, okay, die blaue dahin. Gut. Und jetzt machen wir einfach noch das. Den Schwamm noch mit. Gut, das passt nicht. Ja, das weiß ich. Okay, was haben wir denn hier noch so rumliegen? Kann ich hier vielleicht hier so... Nee, kann ich nicht. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir die Information. Professor, kann ich nochmal mit Ihnen reden? Hurry up, the girl's fate is in your hands. Ja, ich weiß, das Schicksal liegt in meiner Hand. My friend, get to work, please. All you have to do is replace the fuses in the power unit of the dream machine. Ja, das ist mir klar. Gut, hier haben wir nichts. Weiter kommen wir auch nicht. Können wir hier vielleicht... Na, ich probiere jetzt einfach hier wahllos irgendwas aus, bevor ich wieder den Hinweis nehme. Gehen wir nochmal... Kann ich hier noch... Na gut, gehen wir nochmal zurück und gucken uns hier nochmal genau um. Hier ist die ein leerer Eimer, nichts Besonderes. Dammit. Kann ich jetzt nicht den Schwamm einfach reintun und sagen, hier ist was drin. Warum sind die Mäuse hier? Ey, du Maus, bleib stehen, du. Das ist natürlich wieder das Regal, ne? So, hier ist nichts.
Ja, das ist ein Gefäß, ein Eimer. Nichts Besonderes. Ein leerer Eimer. Ja, was will ich denn mit einem leeren Eimer? Kann ich ja ohne viel damit erreichen. Ich probiere es einfach trotzdem immer wieder mal aus. Ja, das hatten wir ja schon gelesen. Die Zeitung hatten wir schon. Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Die Mäuse. Der Professor redet immer davon. Die flackernde Lampe stört mich. Ich werde versuchen, ihr keine Beachtung zu schenken. Dann schenke ihr mal einen Schwamm. Psst. Passt nicht. Untergebracht ist, gibt es auf den Krankenstationen nicht genug Betten. Mhm. Ja, erinnert mich oder dich wie ein Horrorfilm. So, hier ist jetzt die Patientin. Na, sieht nicht schlecht aus. Alles super hier. Außer, dass er halt kurz vorm, naja, dass er nie wieder aufwacht, aber naja, passiert. Es sind noch nicht alle Sicherungen ausgewechselt. Ja, ich weiß, aber wo soll ich denn bitte schön hier noch eine Sicherung finden? Beziehungsweise, wo soll ich jetzt hier irgendwo was finden für den Schwamm? Haben wir eine neue Notiz gekriegt vielleicht? Anfang. Ich bin etwas Besonderes. Ah, okay, wir haben quasi Anfang bis schlechtes Gefühl. Und das fehlt alles noch vom Inhaltsverzeichnis her. Gut, da haben wir ja noch ein bisschen was zu tun. Ich nehme jetzt mal den Hinweis. Ah, okay, hier gibt es nichts zu tun. Hier gibt es nichts zu tun. Hä? Oh, Verzeihung. Moment, er sagt mir, hier gibt es nichts mehr zu tun. Und wir haben einen Schwamm. Wir haben ein Schloss. Und wir natürlich die Kombination nicht finden können. Vielleicht hier. Ah, okay, gut. Schwamm. Ja, okay, gut. Okay, Schwamm und Tafel. Ja, ist schon praktisch, wenn man das dann so machen kann. Wischi, wischi. Ah. Wow, wer hätte gedacht, dass diese Formeln so viel Sinn ergeben. Ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, was war das jetzt? Das war jetzt Kreis. Ja. Ich muss noch mal kurz gucken. Also Dreieck, Plus und Kreis. Ach hier, drei, ja. Ach so, ja, na klar. Dreieck. Plus und Kreis. Jawohl. Ah ja, klar. Ein Karton fällt raus und den brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Ein Mörser. Ach so, den können wir einfach nur bewegen. Ach, wir können auch schieben. Yay, wir haben die Sicherung und das war's auch schon wieder. Gut, dann machen wir das einfach mal so und setzen die mal ein. Aktivieren. Okay, nochmal rausgehen, Herr Doktor. Ich hab's geschafft, Herr Professor. My friend, get to work, please. All you have to do is replace the fuses in the power unit of the Dream Machine. Das habe ich getan, aber vielleicht hier. Ah, okay. Zack, zack. So, und jetzt geht's los, ne? All set, my friend. Just a few moments and you will enter this girl's dream. Ready? Are you ready? Na, natürlich, wir sind ready. Und los geht's in die Traumwelt. Oha. Ui.
Geil. Zieht euch das mal rein hier. Ui, wer hätte gedacht, dass, dass ein so süßes und zartes Mädchen einen so furchtbaren, ja, Kopf hat, sage ich jetzt mal. Gibt's hier irgendwas? Was haben wir denn hier? Ui, hallo? Ja, das war Laura, da bin ich mir sicher. Etwas hat sie zu den Kirchruinen hingezogen. Das ist das erste Teil von Lauras Traumfänger. Klicke auf den Traumfänger. Herzlichen Glückwunsch, du hast das ersten Teil von Lauras Traumfänger gefunden. Yay. Du musst alle Teile des Traumfängers sammeln. Ja, okay. Ach, hier haben wir schon das erste. Zack. Ah, cool, wir können dann hier einen Traumfänger zusammenbasteln, das ist ja schön. Jetzt befindest du dich in Lauras Traum. Schau, jemand beobachtet dich aus einem Versteck. Ja, hier so ein kleiner. Jetzt ist der Beobachter enttarnt. Herzlichen Glückwunsch, 1 von 2 Beobachter gefunden. Ja. Eine Fledermaus, das sieht doch schon mal. Oh Gott, die sieht. Das sieht schon mal sehr gut aus hier, wenn ich mir das alles so angucke. Der Clown vor allem sieht. Ah. Ich konnte Clowns noch nie leiden. Es würde mich nicht überraschen, in diesem Traum auf einen zu treffen. Naja, ich hoffe mal nicht. Aber. Ja, mal gucken. Da gehen wir mal hier rein. Ey, du Rabe, bleib stehen. Kappe. 1 von 4. Mhm. Vertraue nicht auf das, was du siehst. Ich bin am Leben. Rette mich. Vertraue nicht auf das. Soll das ein Witz oder eine Warnung sein? Das ist eine Kappe. Weil, was ist das? Duh. Herzlichen Glückwunsch. Beobachter neutralisiert. Ah, okay. Vertraue nicht auf. Ja, okay. Das hat man ja gerade. So, was haben wir denn hier? Muss man sich vorstellen, was in so einem Kopf vorgeht. Es ist ein Traum, alles nur ein Traum. Ist es wirklich nur ein Traum? Design, so right, quick. Das ist lateinisch, gib alle Hoffnung auf, wenn du eintrittst. Ehrlich gesagt ist das nicht besonders ermutigend. Ja, das kannst du laut sagen. Oh, eine Puppe. Vater des Pa... Fahre aus Papier. Ach so, eine Papierpuppe. Das ist ja geil. Okay. Hm. 1-7. Und das war's schon wieder. Guck mal, ein Beobachter. Erwischt. Schau mal, Junge. Oder ne? 107 sind noch übrig. Also wir müssen 107 von diesen Beobachterdingern sammeln. Wir sehen, ob uns das gelingt. Ja, und wie es weitergeht und wie wir, was wir dann in dieser Kirche hier finden werden, das erfahren wir dann natürlich. Ich gucke nochmal ganz schnell hier rein. Okay, neue Informationen gibt es nicht. Das erfahren wir dann in der nächsten Folge von Dreamscapes, The Sandman. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss.